Willkommen zurück zu einer neuen, wunderschönen Folge Watch Dogs Legion. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz wunderschön bezaubernd mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer wundervollen Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt mich ein wenig supporten und dieses Spiel hier gewinnen. Für die PlayStation 4, für den PC oder für die Xbox. Natürlich auch mit einem Upgrade für die nächsten Konsolen, PlayStation 5, Xbox Series X. Dann lasst eine Bewertung da. Dauert nur ein Sekündchen, schreibt einen Kommentar mit eurem Discord-Namen und für welche Plattform ihr das Ganze haben möchtet. Link zu Discord findet ihr, by the way, in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reingucken. Dort findet ihr meinen eigenen Discord-Server. Und dort sind, glaube ich, mittlerweile über 23.000 Menschen angemeldet. Jeden Tag 2.000 bis 4.000 Menschen aktiv. Komischerweise sind Immobilienakten und der Abgleich von Namen wirklich stinklangweilig. Und ich brauche nur 3 Sekunden dafür. Also da ist immer ein bisschen Party auf dem Server. Sky Larsons Anwesen ist in der Nähe. Mal sehen, was ich rausfinde. Ah, wen haben wir denn hier? Moment, was wie zum? Jetzt? Imker? Im Ernst jetzt? Alter, was? Ich sehe euch. Wie geil ist das denn? Bienenschwarm. Systeme kommunizieren mit dem Apropos Systeme, wartet mal. Kann man eigentlich auch Missionen abbrechen, wenn man jemanden nicht haben möchte? Geht sowas? Und ich will mir das hier holen. So, jetzt habe ich wieder nur 10 Points. Aber wir reden mal mit dir. Die sieht extrem heftig aus, die Alte. Hast du es satt, in der schlimmsten Ära zu leben? Du siehst aus, als könntest du etwas daran ändern. Bist du von Detzek? Gott sei Dank. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Dazu möchte ich mich nicht äußern, aber erzähl erstmal von deinem Problem. Dieser Clan Kelly besteht aus einem Haufen Psychopathen. Haben eine Freundin hinter Gitter gebracht, um ihre Wohnung als Spielhölle zu missbrauchen. Das ist schrecklich. Ich kenne die Köpfe dahinter, aber unser Witz vor Polizei ist zu feige, sich ihnen zu stellen. Wenn die Bullen nicht helfen, bist du an der richtigen Adresse. Wir kümmern uns drum. Ein Versuch kann nicht schaden. Hey, hilf mir, dann werde ich dir auch helfen. Geht klar? Na, nicht übel. Nicht übel. Also, Outfit finde ich nice. Ist auch noch am Leben. Der tägliche Check sieht bisher. Ist nicht gestorben. Was ich? Ja, ich sehe euch. Okay, warte mal, warte mal. Wo zum Geier müssen wir hin? Okay, warte. Ich soll hier suchen. In dieser Area, oder wie? Aber wie machen wir das? Moment. Sky's House. Wie soll ich Sky's House bitteschön finden? Haben wir irgendwas auf der Karte? Irgendeinen Hinweis? Angeblich hier. Irgendwo in diesem Gebiet. Also eines dieser Häuser soll der Person gehören, die wir uns catchen wollen. Die Frage ist nur, wie finde ich das raus? Haben wir irgendwelche Hinweise? Warte mal, die drüben. Okay, ich wette mal, das ist es. Tja, dieses Gebäude ist ja mal gar nicht verdächtig. Nee. Das Anwesen gehört Carcani Medical. Aber es gibt Unterlagen, dass das Ausheben des Kellers von BrokerTech bezahlt wurde. Ich glaube, du hast Sky Larsons Haus in London gefunden, das bekanntermaßen seit 2 Jahren leer steht, nachdem Larsen öffentlich nicht mehr aufgetreten ist. So sollte man als guter Nachbar schon mal nachsehen, ob alles okay ist, oder? Ja, natürlich. Das ist quasi meine Bürgerpflicht. Ding Dong! Okay, schauen wir mal. Oh, die Drohne könnte hier noch ganz nützlich sein. Und wir wollen wirklich einfach vorne reinspazieren und sagen, ey, yo! Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Außer Reichweite, Vorsicht. Also, hier geht's los. Dann mal hier hin. Dann können wir hier was hinsetzen. Hier. Moment. What? Ach, das dreht sich wieder um. Ah, ich verstehe. Ah, die kenne ich noch. Warte mal. Hier müssen wir was aktivieren. Kann ich das jetzt aktivieren? Nee, das hier fehlt noch. Okay, warte. Ich muss das hier unten reinleiten. Jetzt habe ich das hier. Aber nicht das hier oben. Okay, wait a moment. Wir schauen uns das genau an. Das bringt mir nichts. Man könnte es... Warte mal. Ne, wir müssen es so machen. Das hier führt dann hier hin. Flupp. Jetzt wollen wir noch dich hier.
So, jetzt hätten wir das. Alles klar, perfekt. Komm, entsperre es. Dankeschön. So, jetzt nochmal hier drehen. Alright. Okay, warte. Jetzt nochmal hier drehen. Und wir haben es. Gut. Sind wir damit durch? Oder fehlt noch irgendwas? Müsste doch jetzt eigentlich offen sein, oder nicht? Ja, ist offen. Entsperren. Dankeschön. Jetzt muss ich nur noch da reinkommen. Das wird das nächste große Ding. Yo. Aber für meinen Kollegen gar kein Problem. Und zwar müssen wir einfach nur hier und... Schwupps. Schon besitze ich so ein wunderbares Gerät, das ich aus Versehen deaktiviert habe und jetzt wahrscheinlich kaputt geht. Nee, alles gut. Alles gut. Dankeschön. Jetzt gehe ich einfach hier hin und lass mich da rein droppen. Easy. Komm ich denn daran? Oh, wait. Ist nur dieser eine Dude? Okay, dann tarnen wir uns ganz schnell. Boom. Ich mag den eigentlich, den Bauarbeiter. Okay, wir haben noch irgendwas deaktiviert und... Ich habe keine Ahnung. Ah, doch, geht's. Wir nehmen es mal mit. Vielleicht ist das für irgendwas wichtig da drin. Komm schon. Schneller. Dankeschön. Und rein mit uns. Willkommen wow. Zu Hause, Sky Larson. Ich freue mich, dass Sie nach Ihrer längeren Abwesenheit wieder hier sind. Einfach mitspielen, Sky. Wie wäre es mit etwas Musik, während Sie es sich bequem machen? Was würden Sie gern hören? Irgendwas, wo oft genug Eu vorkommt. Entschuldigen Sie, Sky. Ich fürchte, ich musste die verderblichen Lebensmittel entsorgen. Soll ich für Sie Essen bestellen? Nee, lass mal stecken. Also ich nehme einen Song mit ganz viel Eu. Sie haben einige Zeit nicht mehr in Ihrem Labor gearbeitet. Ich möchte Sie bei Ihren wichtigsten Projekten auf den neuesten Stand bringen. Bitte kommen Sie nach unten, wenn Sie bereit sind. Das ist die einmalige Gelegenheit, Larsens Labor zu sehen. Aufzug gesperrt. Wie jetzt Aufzug gesperrt? Moment, aber hier ist doch alles easy, oder nicht? Kann ich hier nicht hin? Ich weiß nicht. Anscheinend nicht. Okay, der Aufzug wurde gesperrt. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Kann ich nicht einfach hier durch? Falls Sie mit dem Betrieb des Hauses unzufrieden sind, kann ich das Service Center von BrokerTech kontaktieren. Nein. Ist alles gut, musst du nicht. Schlüssel aktiviert, Aufzug entsperrt, Zugang zu Kellerlabor frei. Ey, wenn ich sowas hätte, ne? So eine Stimme, die dauernd mit mir redet. Boah, ich glaube, ich würde durchdrehen. Also wäre gar nichts für mich. Ich habe auch keine Alexa oder Siri oder Hey Google. Nichts. Wirklich. Also ich finde sowas, keine Ahnung, mega unangenehm, unnötig. Ja, wenn ich irgendwas will, muss ich sagen, Hey Siri, kauf mein. Kann ich kaufen. Ja, ich gehe auch noch in den Laden. Es gibt Menschen, die gehen noch in ein Geschäft und kaufen ihre Sachen. Ich gehe auch noch voll gerne in den Mediamarkt. In ihrem Labor. Fuck, ey. Seht ihr gerade, was ich auch sehe? Hallo? Du bist zu weit unter der Erde für ein Signal. Es liegt wohl an dir, alle Informationen zu sammeln. Genau, was ich gerne in meinem Haus hätte. Noch ein verdammtes Haus. Alter, ein Haus im Haus. Dreams. Also ja, ich gehe immer noch ganz gerne... Ich habe einige ihrer alten Experimente rekonstruiert, die sie sich vielleicht wieder ansehen möchten. Ich hoffe, es gefällt ihnen. Ein Armband. CTOS AR. Data Reconstruction in Progress. Oh, der alte Jeller. Da steht ein Code auf dem Armband.
Vielleicht kann man mit diesem Code die Vordertür öffnen. Tja, hat ja nicht lange gedauert, bis wir eine Leiche gefunden haben. Komisch, ich hätte sie nicht für eine Tierfreundin gehalten. Der alte Jeller. Was wollte ich sagen? Ja, ich gehe gerne in den Mediamarkt oder auch so allgemein gehe ich ganz gerne in meine Lieblingsgeschäfte. Auch so Videospielläden und so. Oder Comicläden. Ich mache das noch gerne, weil im Internet fehlt mir einfach die soziale Komponente oder einfach mal ein bisschen stöbern zu gehen. Besonders, ich habe hier einen ganz coolen Comicbuchladen, wo ich gerne hingehe. Kann man ein bisschen quatschen. Was gibt's Neues? Hast irgendwas Cooles? Geheimtipps? Und so weiter. Ab und zu das Haus verlassen ist ganz cool. CTOS AR. Data Reconstruction in Progress. Die neurale Kartierung ist vollkommen sicher. Was stimmt mit dir nicht? Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's. Ich war in der Garage und habe gesehen, was du Ada angetan hast. Ada ist wohlauf und lebt. Das nennst du Leben? Sky, wie kommst du nur auf diese grotesken Ideen? Ich werde nicht auch eine deiner kranken Schöpfungen werden. Krank? Ich soll krank sein? Was glaubst du, wie ich so geworden bin, Mutter? Sky, hör mir zu. Das ist nicht deine Entscheidung. Ich verbiete es. Ich bin immer noch deine Mutter. Okay, sie hat ihre Mutter digitalisieren wollen. Habt ihr mal die Serie Uploaded gesehen auf Amazon? Ist eigentlich ganz witzig. Mit einem... Entschuldigen Sie, Sky. Ich fürchte, ich musste die verderblichen Lebensmittel entsorgen. Soll ich... Sollst du... Was? Entschuldigen Sie, Sky. Oh Gott, was hat sie dem Hund angetan? Mutanten-Dog hier drüben. Ada oder Ada? Ja, ist eigentlich eine ganz coole Serie, dieses Uploaded auf Amazon Prime. Kann ich euch empfehlen. Auch ordentlich mit Gewalt und so. Da spritzt gerne mal die Soße. Da geht es halt genau um das. Menschen werden eben nach dem Tod oder kurz bevor sie sterben digitalisiert und sind dann sozusagen in einem digitalen Jenseits. Das Bizarre daran ist nur, im digitalen Jenseits gibt es auch Kosten. Also es ist nicht umsonst. Es ist nicht so, dass du dann halt im Jenseits bist und kannst da alles machen, was du willst. Nee. Da gibt es dann auch unterschiedliche... Können wir irgendwie in die Garage rein? Da gibt es dann auch unterschiedliche Areas. Entweder du bist in so einer vornehmen, reichen Leute-Gegend, wo du so in einem herrschaftlichen Schloss bist, das Leben genießen kannst. Ach, hier kann man einfach durchlaufen. Aber hier kann ich nicht lang. Oder du bist halt in der wenig Datenvolumen-Gegend, in der ich wahrscheinlich wäre. Wo du eben nur 2 Gig hast. Und wenn die weg sind, dann geht gar nichts mehr. Und alles verbraucht Datenvolumen. Auch bewegen, essen und so weiter und so fort. Und deine Hinterbliebenen müssen halt dein Konto aufladen. Ja, du hast dann die Möglichkeit, wo zum Geier muss ich denn hin? Name des Exemplars: Ada. Rasse: Border Collie. Neuraler Upload-Status: lebendig und gesund. Verdammte Scheiße. Wer würde das jemals einer lebendigen Kreatur antun? Okay, Moment, das ist der Hund? Sick. Ja gut, sowas würde ich dann auch nicht haben wollen. Dass ich gefangen bin in einem Kasten als Maschine. Das ist natürlich sehr, sehr deprimierend. Möchten Sie vielleicht nach oben gehen? Viele Erinnerungen oben. Viele Erinnerungen oben. Wollen Sie hoch? Wo ist der Code für diese Tür? Ich habe keine Ahnung. Haben wir den schon? Anscheinend. CTOS AR. Data Reconstruction in Progress. Alter. Sie hat ihre Mutter gezwungen, ha? Einfach digitalisiert. Nein, keine Drogen. Wie kannst du nur? So, war doch gar nicht schlimm, oder?
Wie kannst du nur? Es ist alles gut. Ich bin da, du bist zu Hause. Das ist nicht mein Zuhause. Das ist... Hab's mir anders überlegt, ich mach's doch nicht. Ich glaube, ich mach's doch nicht. Oder ich werde so ein Terminator. Damit könnte ich auch leben. Erst Let's Player, dann Terminator. Hab ganz schön Karriere möchten gemacht. Möchten Sie vielleicht nach unten gehen? Zu den anderen? Vielleicht den möchten anderen? Sie sich den anderen anschließen? Möchten Sie... Okay, die KI ist echt unheimlich. Nickerchen machen? Ich könnte das Licht entsprechend anpassen. Nein, Skys Schlafzimmer. Nicht gerade das, was man von einer aufblühenden Psychopathin erwartet. Muss nicht sein. Okay, hier ist noch eine Tür, die wir nicht öffnen können, aber wir sollen nach unten zu den anderen. Oh Gott, was ist da unten im Keller? Die ganze Familie? Auf ewig gefangen? Sie betreten jetzt eine deiner kranken Schöpfungen. Was ist das? CTOS AR. Data Reconstruction in Progress. What the hell? Neurale Kartierung wurde um 13.27 Uhr beendet. Testperson verstarb um 13.29 Uhr. Das ist eine Zeitspanne von 2 Minuten nach dem Scan. Eine erhebliche Verbesserung gegenüber früher. Du kannst dich glücklich schätzen, Mutter. Testperson bereit für neurale Löschung. Das ist schon wirklich sehr, Sky sehr Larson. Sick. Sie betreten jetzt mein Zimmer. Moment, Synod Larson? Alter, Morgan, Bookerman? What? Wen hat sie denn hier alles eingesperrt? Konserviert regelrecht. Sky Larson ist aber wirklich... Das ist Tag 1 ja. Der neuralen Löschung. Die Testperson ist Sinead Larson. Ich starte den Prozess. Sky, wo bin ich? Ich sehe nichts. Klarheit der Testperson bestätigt, was ich im Code sehe. Die neurale Karte ist intakt und funktioniert. Testperson? Wir beginnen mit der Löschung von Codezeilen. Was? Wie? Oh Gott, du hast nicht gehorcht. Das reicht, Mutter. Liebes, bitte, tu das deiner Mutter nicht an. Lass mich in Frieden sterben. Du hast nie an mich geglaubt. Das wird sich ändern. Tag 2. Die Motorik ist komplett unnötig. Steuerung A, löschen. Mir ist schlecht. Tag 12. Wir behalten den limbischen Code noch. Die emotionalen Reaktionen sind faszinierend. Bitte. Tag 20. Wir kommen zu den Stirnlappen. Mein neues Sicherheitssystem muss nicht selbstständig denken können. Sky, bitte, wenn du nur die Schmerzen kennen würdest. Temporaler Code, verminderte Sprachfunktion. Tag 29, schließlich löschen wir den limbischen Code doch. Wie kann ich zu Diensten sein, Sky? Schalte das Licht ein und aus. Sehr gut. Spielmusik, du... Weißt, was ich mag. Alter, wie krank ist das denn? Sehr schön. Ich glaube, dieses Arrangement wird gut funktionieren. Was meinst du? Oh, das ist echt übel. Das gibt übel. Mutterkomplexe eine völlig neue Bedeutung. Das erklärt ihr Vorgehen. Sie nimmt einen voll ausgebildeten menschlichen Verstand und entfernt dann so lange Teile, bis sie ihn kontrollieren kann. Oh mein Gott, da geht's weiter.
Na, das wusste ich nicht. Sorry. Sowas hasse ich. Gibt's da keine Warnung? Ich dachte, da geht einfach vielleicht der nächste Raum auf und da... Ich bin nicht Sky, aber du hast mich hergeführt. Warum? Damit ich sehe, was sie getan hat? Ja, willkommen. Ich kenne dich nicht. Ich sehe nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich suche nach Sky. Kannst du mir dabei helfen? Ja. Brauche deine Hilfe. Ich möchte nicht so leben. Sky ist verrückt, wenn du nur die Schmerzen kennen würdest. Warte, warte, Sekunde. Ich glaube, ich verstehe. Du hilfst mir, Sky zu finden, wenn ich dein Leid beende? Ja. Lass mich in Frieden sterben. Wie? Ja, und wie hilft sie mir jetzt? Wo ist ihr Teil der Abmachung? Ich habe die Koordinaten erhalten und eine Nachricht, in der nur vielen Dank steht. Können wir jetzt bitte gehen? Ja, können wir. Ich bin absolut der Meinung, wir sollten gehen. Detzek, seid ihr da? Naut? Ich bin oben. Komm hoch, wenn du soweit bist. Die Bude da unten ist... Ah, Moment, wir haben noch ein Zimmer. Vielleicht kann ich da jetzt rein. Will ich auf jeden Fall noch abchecken. Vielleicht ist da irgendwas total brutal Unheimliches. Tja, so will man dann doch nicht enden. Eher so wie Johnny Depp in Transzendenz. Hervorragender Film. Total unterbewertet. Die Aufzeichnungen des Bewohners sind fehlerhaft. Wessen Zimmer war das? Ein Foto von Sky und einer unbekannten Person. Seine Körperhaltung deutet auf eine enge Bekanntschaft hin. Keine Ahnung. Sky und... hier. Mr. Cass. Wer weiß. Könnte ja sein. Als er noch jünger war. So, dann mal nix wie raus hier aus diesem Horrorgarten. Am Anfang dachte ich so, oh, echt schön, aber jetzt... Buh. Du hast alles gesehen, oder etwa nicht? Ja, ihre Mutter hat mich angefleht, sie... Ich konnte es einfach nicht. Jetzt weißt du, was auf dem Spiel steht. Daybreak startet bald. Und dann ereilt tausende andere Menschen dasselbe Schicksal. Und sie werden nicht alle sterben. Sky kann sie für immer foltern. Sie hat mir Skys Standort verraten. Hat sie? Oh, das ist ja super. Also, sind wir im Geschäft? Wir erledigen den Rest. Sehr gut. Wir kümmern uns drum. Ja, dafür habe ich mich freiwillig gemeldet. Kann man das Tor irgendwie öffnen? Echt jetzt? Geht das nicht? Ja gut, hier sind so eine Security. Kann das echt nicht öffnen, ne? Also, die Operation, der wir im Nachhinein den Namen Operation lassen wir uns in Sky Larsons lustigen Verlies traumatisieren gegeben haben, war ein voller Erfolg. Und ich habe gerade ihr streng geheimes Versteck gefunden. Dann mal los. Und wie aufs Stichwort haben wir gerade eine Videonachricht erhalten. Von Sky Larson. Dann zeig mal her. Ich weiß nicht, wer zur Hölle du bist. Oder was du glaubst, bei mir gesehen zu haben. Aber ich warne dich, halt dich fern. Ich habe Daybreak mein Leben gewidmet und das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Ich werde dich finden und ich werde dir das Leben sehr, sehr schwer machen. Ich kann es mir leisten. Du auch? Klar. Wie konnte sie uns finden? Sky Larson hat ein Eisberg-Smart-Home gebaut, das von ihrer digitalisierten Mutter geführt wurde. Und das wundert dich? Vielleicht hat ihre Mutter es verdient. Meine hätte es. Sie hat Angst. Es gibt keinen anderen Grund, warum sie uns drohen sollte. Wenn ich sie wäre, hätte ich auch Angst. Gib mir die Koordinaten. Oi, gib sie mir. Oh, ist ja ganz in der Nähe. Rapzadap und schon sind wir da. Schnellreise for the win. Alles klar.
Was geht hier drin ab? Wir müssen... Ups, das will ich gar nicht. Eigentlich will ich was ganz anderes ausrüsten. Bin ich schon im Sperrgebiet? Team bearbeiten. Ihn hier... Nein, das hier ausrüsten. So. Noch bin ich in keinem Sperrgebiet. Deswegen ganz schnell hier durch. Bam! Hauen wir den hier mal weg. Da drüben will jemand Stress. Ding, ding, ding. Sie haben so ein Nacktfoto. Das ist kein Blödsinn. Einige würde das sehr glücklich machen. Es war nämlich ein Nacktfoto von mir. Alright. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Moment, was war das? Oh, der sieht mich. Ich hab da was gehört. Na gut, machen wir Action. Ja, ihr zwingt mich dazu. Hast du gut erkannt. Ich brauch Deckung. Nein, 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 keine Verstärkung. Wow. Volltreffer. Mach dich bereit. Wow. Bin unter Beschuss. Oh mein Gott. Okay, ich hab ihn. Lade nach. Nein, ich lade auch nach. Ich bin weg. Ich bin wieder da. Alter, das war ein Move. Wie ist die Lage? Alles gut? Okay, da müssen wir hin. Entsperren. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach unten. Schnappt ihn! Und auf der anderen Seite geht's nicht weiter. Ausschwärmen und suchen. Och nein, kommen jetzt wirklich Drohnen? Brauchen wir jetzt wirklich Drohnen? Okay, was ist das hier drüben? Warte mal, irgendwas habe ich hier aktiviert. Hier geht's lang. Okay, hier geht's wieder raus. Ich muss den Weg nach unten finden. Warte, Moment. Ich kann hier hin, das haben wir jetzt gemacht. Er ist uns entkommen. Gibt's irgendwo einen Lift oder sowas? Vielleicht müssen wir jetzt doch drüben durch. Alles klar, ich geh mal hin. Ey, Kumpel! Es tut mir leid, aber die zwingen mich. Okay, schauen wir mal, was da drüben so abgeht. Kann ich dich übernehmen? Ja, das geht. Ah! Okay, aber hier ist ja wieder... Ist ja wieder Glas. Komme ich an der Seite irgendwie durch? Da will ich hin. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ah, ich komme hier nicht durch. Nee. Ich kann nicht weiter runter. Hier ist noch eine Drohne. Aber was bringt's? Ah, hier geht was. So. Jetzt kann ich einmal hier komplett runter. Hier drüben hin. Ah, nochmal hier hin. Und wir hacken das Ding. Der geheime Server. Mit meiner geheimen Drohne. Perfekt. Ich freue mich sehr, dies mit Ihnen teilen zu können, verehrter Vorstand. Die Anlage wird eine Erweiterung meines Quantencomputerlabors sein und andere Projekte beherbergen, die ich in dieser Präsentation nicht erwähnen möchte. Diese Immobilie ist wirklich sehr wertvoll. Es ist, als hätten Sie nur darauf gewartet, dass ich sie entsprechend nutze. Was hat Larsen nur mit geheimen unterirdischen Anlagen? Also wirklich. Das war's dann. Finde einen Aufzug runter ins Labor. Alright, wo ist dieses Labor? Schauen wir mal. Das ist irgendwo hier drüben. Das Quarantänelabor. Geht der Aufzug hier drin? Weil dann war das ganze Säubern hier schon mal nicht umsonst. Wo haben wir hier einen Aufzug? Hier schon mal nicht. Da hinten war doch irgendwo einer. In dieser Area.
Yes. Here we go. Irgendjemand hier? Überprüfe den neuralen Upload. 90% nicht gut genug. Lade Prozessortemperatur. Fuck, ist das geil? Hoch. Oh fuck! Nur noch ein paar Minuten, dann ist sie unsterblich. Wenn du ihren Upload nicht abbrichst, können wir sie und Projekt Daybreak nicht aufhalten. Ich versuch's. Alright, ich mokel mich mal ganz schnell hier rüber, mach den Mokli-Man. Weil die sehen ganz schön buff aus, die Dudes. Wie? Wir müssen hier hin. Okay, wie viel Zeit habe ich? Unendlich? Warte. So. So. Was haben wir hier? Moment. Okay, gib mir mal die Drohne. Gib mir halt hier die Kamera. Was brauchen wir denn? Warte, wir müssen eigentlich einmal so Saft reinkriegen und dann einmal von der anderen Seite, ne? Jetzt hätten wir das hier. Was war das? Und jetzt von der anderen Seite. Warte, jetzt brauche ich hier noch was. Irgendwas ist hier. Wo ist die Drohne? Ich brauche diese Drohne. Give it to me, baby. Okay, hier muss auch einmal der Juice hin. Können wir das hier machen? Die Verbindungen trennen sich. Das ist kein Zufall. Okay. Wo ist da was? Hier. Du bist hier, oder? Du hast meine Warnung ignoriert. Bam. So, das hätten wir. Damit habe ich dich schon mal ein bisschen lahmgelegt, ha? Hast Angst, Skynet? Was tust du da? Leite Speicherzugriff um. Du bist schutzlos. Du alte Ho. Jetzt werden wir dich hart fertig machen. Gib mir die. Alright. Du hättest dich raushalten. Du begehst gerade den größten Fehler deines Lebens und wirst dafür teuer bezahlen. Ich lang dir an den Schniedel. Die andere Seite. Babams. Alter, das war ja wieder gesehen. Bitte. Das war ja geschenkt. Bevor es zu spät ist. Sorry. Johnny Depp, aber nein. This is your end. Was hast du getan? Upload neu starten. Komm schon, Upload neu starten. Security zum Quantenlabor. Security zum Quantenlabor. Alarmstufe rot. Okay, easy. Ich werde einfach Invisible Man-mäßig mir den einen da hinten holen. Keine Sicht auf das Ziel mehr. Bam. Gerät verteilen wir uns und das schnell. Au. Man hält halt wirklich gar nichts aus, ne? Während die Gegner übelst was aushalten. Nagelpistole. Alter, die platzt gut. Ja, leck mich doch, die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Die alte Nagelpistole.
Hab ich jetzt gar nicht gedacht, weil das war ja seine Standardwaffe. Was du in meinem Labor gesehen hast, war nichts weiter als die frühe Phase eines wichtigen Experiments. Es ist vielleicht nicht schön, aber Daybreak ist die Zukunft der Menschheit. Die einzige Zukunft. Sieh dich um. Korruption, Klimawandel, nukleare Kriege. Die Menschheit wird sich selbst zerstören. Aber Daybreak kann das ändern. Hilf mir, die Evolution der Menschen voranzutreiben. Wir können Leben retten. Uns erheben. Ah, sorry, kein Interesse. Zack, seht ihr das hier? Sie stirbt. Du kommst nicht allein. Hast du alle nur getötet und gefoltert, einzig um dein Leben zu retten? Du bist erbärmlich. Es geht hier nicht um mich. Mit unserem Verstand in der Cloud überstehen wir jede Naturkatastrophe. Dann sind wir sicher, frei und glücklich für immer. Die Menschen sind dir doch vollkommen scheißegal. Du bist eine verrückte Egomanin, die auf alles scheißt, sogar auf ihre eigene Mutter. Du kannst immer noch das Richtige tun. Setz den Upload fort. Lass mich am Leben, damit ich weiterarbeiten kann. Hey, du darfst ihr kein einziges Wort glauben. Deaktiviere ihr Lebenserhaltungssystem und beende es. Wie immer du dich entscheidest, sie kann dich nicht stoppen. Ich auch nicht. Du hast also die Wahl. Okay, kann ich wirklich wählen? Oh. Bitte. Nicht. Ja, tu das Richtige. Gut, ich kann dich nicht besonders gut leiden und deswegen auf Wiedersehen. Nein, bitte. Tu mir das nicht an. Ich will nicht sterben. Das will niemand. Verflucht gut. Ich bin stolz auf dich. Alles erledigt. Willst du noch ein paar Selfies mit der Leiche machen? Dann beeil dich. Die Security ist unterwegs. Ja, sei vorsichtig. Oh, das war der beste Spruch im ganzen Spiel bis jetzt. Alles erledigt. Noch ein paar Selfies mit der Leiche? Ja, bitte. Bitte noch ein paar Leichen-Selfies. Ah, es war eine coole Mission. Die hat mir jetzt ganz gut gefallen. Die hat mir echt gut gefallen. Kommt jetzt wirklich Security? Es kommt wirklich welche. Bada boom! Sogar der unsichtbare Mann! Ich geh in Deckung! Du steckst echt in der Scheiße! Guck, guck! Boah! Was tue ich? Nagel das Ziel fest! Guck mal, ich kann nageln! Wow, die tun sehr, sehr, sehr hardcore weh! Es lässt nicht nach! Na komm! Ist da noch jemand? Alright. Das ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Pups doch auf die Shotgun oder SMG oder was es sonst so gibt. Das hier ist the real. Das ist der echte Kuchen. Sorry. Bin Dude mit einer Nagelpistole, also extrem gefährlich. Here we go! Easy. Die werden mich nicht kommen sehen. Werden sie Hallo, nicht. Bist du da? Was ist passiert? Das war's. Larsen hat den Löffel abgegeben. Gott sei Dank. Eine Lügnerin weniger auf der Welt. Trotzdem. Ich muss ständig an die KIs denken, die sie erschaffen hat. Entmenschlicht, versklavt. Scheiße. Da jetzt Larsen die Menschheit nicht retten wird, müssen wir es tun. Gemeinsam. Jetzt schleimer nicht so rum. Das ist eine berufliche Zusammenarbeit. Belassen wir es dabei. Bis dann. Boah, geil. Ich habe eine neue Maske bekommen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst mal eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und...
Tschüss!